traurige Zahlen erreichen uns heute. 2019 wurden weltweit knapp 37 Milliarden Tonnen CO2 aufgrund der Nutzung fossiler Brennstoffe ausgestoßen. Dies zeigt eine aktuelle Studie des internationalen Global Carbon Projects. Im Vergleich zum Vorjahr ist es ein Anstieg um 0,6%. Dabei sollten die weltweiten Emissionen radikal sinken. Es droht ein endgültiges Kippen des Klimas. Denn 80% der weltweiten Primärenergie stammen aus fossilen Brennstoffen wie Kohle, Erdöl oder Erdgas. Diese sind nicht nur die umweltschädlichsten, sondern auch gefährlichsten Energiequellen. Zusammen sind sie für den Tod von rund 46 Personen pro Terawattstunde verantwortlich. Bezogen auf den jährlichen Energieverbrauch starben in der EU 2019 über 25.000 Menschen. Wie sich diese globale Energieproblematik weiterentwickelt, dafür sind wir alle gemeinsam verantwortlich. Heizen, kochen, streamen, Klimakatastrophe? Die Energiegewinnung durch fossile Brennstoffe zerstört unsere Umwelt. Um eine globale Klimakatastrophe zu verhindern, benötigt es jetzt radikales Umdenken. Wir von Gigapower haben daher eine Energiequelle entwickelt, die es uns ermöglicht, Energie rund um die Uhr emissionsfrei zur Verfügung zu stellen. Und zwar mit unseren Atomreaktoren der vierten Generation. Diese sind sicher, sauber, günstig und werden auch dazu zur Lösung der Atommüllproblematik beitragen. Wie? Ganz einfach. Der sogenannte Laufwellenreaktor verwendet hochradioaktiven Atommüll und das momentan noch ungenutzte Uran-238 als Brennstoff. Somit wird Atommüll zur Energiequelle. Und auch unser Flüssigsalzreaktor trägt zu einer sicheren, emissionsfreien Zukunft bei. Der bereits flüssige nukleare Treibstoff verhindert, dass es zu einer Kernschmelze kommt. Und außerdem reguliert sich dieser Reaktor ganz von alleine. Im Ernstfall dehnen sich die Flüssigsalze aus und die Flüssigkeit kühlt wieder auf Normaltemperatur ab. Es wird Zeit, dass wir unsere modernen Technologien nutzen und fossilen Brennstoffen den Rücken zukehren. Dafür stehen wir, Gigapower. Boah, die Lady von Gigapower lehnt sich mit ihren Atomreaktoren der vierten Generation schon weit aus dem Fenster. Und hast du gehört, dass der Laufwellenreaktor zur Lösung der Atommüllproblematik beitragen soll? Ja, voll. Die Laufwellenreaktoren sollen weniger Atommüll produzieren. Aber die Zusammensetzung von diesem Müll ist mit Ausnahme auf ein bisschen weniger Plutonium sehr ähnlich wie vom Leichtwasserreaktor. Das heißt, es wird immer noch eine substanzielle Menge an Abfall produziert, die ein Endlager notwendig machen. Und außerdem laufen diese Prozesse bei einer Temperatur von über 500 Grad ab, was eine extreme Materialbelastung darstellt und eine Kühlung aus flüssigem Natrium erfordert. Von wegen selbstregulierter Prozess? Wohl eher viele potenzielle Störquellen. Und Risikofaktoren, die noch gar nicht erforscht wurden. Oh, und dass Flüssigsalzreaktoren im Prozessverlauf auch Uran-233 erzeugen, was übrigens das perfekte Kernwaffenmaterial ist, erwähnt Gigapower natürlich nicht. Natürlich, und? Bis jetzt sind die Reaktortypen der vierten Generation bloße Konzepte auf dem Papier. Bis diese Kraftwerke im Einsatz sind, müssen wir das Klimaproblem schon längst gelöst haben. Darauf können wir nicht einfach warten. Und außerdem macht es ökonomisch überhaupt keinen Sinn, auf Kernenergie zu setzen. Derzeit kostet eine Kilowattstunde Atomenergie um die 10 Cent. Aber Strom aus Wind oder Photovoltaik zum Beispiel nur 4 bis 7 Cent. Tendenz fallend. Ich meine, die billigste und klimafreundlichste Kilowattstunde ist immer noch die, die wir gar nicht verbrauchen. Wir müssen alle unseren Energieverbrauch reduzieren. Zum Beispiel könnte jeder... Du hast uns nicht aussprechen lassen. Für eine erfolgreiche Energiewende ist es entscheidend, nicht nur die Energieeffizienz zu steigern, also immer weniger Energie für denselben Nutzen einzusetzen, sondern auch den Energiebedarf zu senken. Also wirklich nur das zu verwenden, was absolut notwendig ist. Ich wollte einfach nur fernschauen und was kochen. Bleibt die Energienachfrage durchs Fernschauen, Kochen und Heizen auf dem heutigen Niveau, wären gewaltige Flächen notwendig, um ausreichend Mengen an erneuerbarer Energie zu produzieren.
Also, dann ist Atomenergie doch die einzige Lösung? Nicht ganz. Damit die globale Erderwärmung nicht komplett außer Kontrolle gerät, müssen wir die weltweiten Treibhausgasemissionen bis 2050 netto auf den Wert Null senken. 40% von diesem Beitrag sind ein effizienterer Umgang mit Energie. Ein Drittel könnten die erneuerbaren Energien beisteuern. Die Kernkraft käme in diesem Szenario nur auf einem Anteil von 5%. Was? Das Verhalten der Menschen trägt 40% bei? Also, da macht mein Lebensstil doch einen Unterschied. Und wie? Aber keine Angst, so schlimm ist es nicht. Kochen mit Deckel zum Beispiel senkt den Energieverbrauch um ein Drittel. Im Gegensatz zu Kochen oben ohne. Und ich habe noch eine Idee. Du könntest deine Glüh- oder Halogenlampen gegen sparsame Energiesparlampen oder LED-Lampen austauschen. Und wenn du deine Kühlschranktemperatur um nur einen Grad erhöhst, sinkt der Stromverbrauch um 6%. Und 7 Grad reichen im Kühlschrank total aus. Und ich habe noch eine Idee. Wenn du die Temperatur in deiner Wohnung um einen Grad senkst, sparst du 5-10% Heizenergie. Da lohnt es sich, die warmen Pullis auszupacken. Ah ja, und noch ein Tipp. Grün steht dir. Ja.